Eines der suggestivsten Gebäude Tricases ist die Kirche der Madonna von Konstantinopel, auch als die Kirche des Teufels bekannt. Die Kirche wurde 1685 von Jacopo Francesco Arborio Gattinara unter dem Fürsten Stefano Gellone mitten aufs Land gebaut, um der heiligen Jungfrau zu huldigen. Auf dem Kirchenvorplatz wurden jahrhundertelang wichtige Bauernjahrmärkte abgehalten, die heute nicht mehr üblich sind. Der älteste Jahrmarkt, von Marquis della Gattinara gestiftet, wurde gleich nach Fertigstellung der Kirche eingeweiht und wurde Heiligeistmarkt genannt. Er fand an Pfingsten statt. Auf das 19. Jahrhundert geht dagegen der Jahrmarkt des Stadtpatrons von Tricase, dem heiligen Vito dem Märtyrer, zurück, der am 15. Juni abgehalten wird. Der achteckige Grundriss der Kirche hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich um sie alte Legende ranken. Und so sagt man über diese Kirche, dass sie vom Teufel auf Geheiß des alten Prinzes erbaut worden sei.